Ein Albtraum für alle Eltern. Das Kind von Sun Hayang ist von Menschenhändlern verschleppt worden. Erst im vergangenen Jahr war die Familie aus ihrem Dorf ins boomende südchinesische Shenzhen gezogen. Doch kurz darauf zerschlug sich ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Direkt vor ihrem Geschäft wurde ihr dreijähriger Sohn Sun Zhou entführt. Damals in unserem Dorf hätte ich nie daran gedacht, dass Leute ein Kind stehlen könnten. Aber ich habe mich seither umgehört und festgestellt, dass das häufig in großen Städten passiert. Eine Überwachungskamera nahm die Entführung auf. In der oberen rechten Ecke ist zu sehen, wie ein Mann in einem weißen Hemd Spielzeug auslegt. Der kleine Junge krabbelt auf ihn zu. Nach ein paar Versuchen hat der Mann das Vertrauen des Kindes gewonnen und geht einfach mit ihm fort. Menschenhändler verkaufen Kinder als Sklavenarbeiter in die Prostitution und manchmal auch als Bräute in Dörfer, wo es zu wenige Frauen gibt. Wegen der Ein-Kind-Politik sind auch Jungen bei kinderlosen Paaren gefragt, die so ihren Stammbaum fortführen wollen. Beim Betrachten der Aufnahme auf ihrem Computer wünscht sich Peng Xiying, dass ihr Kind zumindest ein gutes Zuhause bekommen hat. Wenn ich mir das anschaue, hasse ich diesen Verbrecher so sehr. Er hat nicht nur ein Kind gestohlen, sondern die Seele einer ganzen Familie. Aus einer glücklichen Familie hat er eine leere Hülle gemacht. Wir sind keine Familie mehr. US-Behörden schätzen, dass jedes Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Frauen und Kinder in China Opfer von Menschenhändlern werden. Es gibt eben eine Nachfrage. Und wo es eine Nachfrage gibt, warten skrupellose Leute nur darauf, davon zu profitieren. Und weil es immer arme Kinder als Nachschub geben wird, wird es immer Kinderhandel geben. Die chinesische Regierung will mehr Mittel in die Bekämpfung von Menschenhändlern stecken und sich internationalen Bemühungen anschließen. Doch der Vater von Sun Zhou sagt, die örtliche Polizei habe nur wenig für ihn getan. Er hat deshalb sein Geschäft in ein riesiges Suchplakat umgestaltet und eine Belohnung für die Rückkehr seines Sohnes von umgerechnet mehr als 20.000 Euro ausgesetzt. Das sind fast 5 Jahresgehälter in dieser Region. Ein verzweifelter Versuch von verzweifelten Eltern.